Herzlich willkommen bei Schulsportwelten. Mein Name ist Arndt Schomburg und ich möchte gerne die Ausdauersportart Triathlon Sportlehrkräften, Übungsleiterinnen und Übungsleitern ein bisschen näher bringen. In diesem Clip möchte ich gerne das Typische beim Schwimmen erklären. Schwimmen beim Triathlon ist erstmal sehr, sehr wichtig, ist die erste Disziplin und die Startphase findet immer gemeinsam statt. Alle Athleten sind auf einer Linie und werden dann gemeinsam auf die Strecke geschickt. Probleme gibt es dann immer bei der Tonne. Diese Tonne wird umrundet, die muss jeder Athlet umrunden und da entstehen immer Staus. Wer zuerst um die Tonne schwimmt, hat natürlich den Vorteil, ruhiges Wasser zu bekommen. Die anderen bekommen bewegtes Wasser. Das heißt also, sie können nicht so schnell um die Tonne rum. Und dann kommen immer große Zeitunterschiede zusammen, wenn man wieder aus dem Wasser rausgeht. Zum Schwimmstil ist zu sagen, dass alle Schüler und Schülerinnen das schwimmen sollen, wo sie am sichersten aufgestellt sind. Kraul ist ein bisschen schwieriger, ist aber auch die schnellste Schwimmart, sich fortzubewegen. Abschließend aus Verbandssicht ist immer ein Ziel, den Triathlon im Freien durchzuführen. Aber aus organisatorischen Gründen kann man das Schwimmen manchmal nur im Schwimmbad oder im Hallenbad realisieren.